Hey meine Lieben, heute habe ich den Ein-Wort-Tag oder so irgendwie. Auf jeden Fall habe ich den gerade eben bei der Darum gesehen. Und ihr wisst ja, ich liebe Tags und es tut mir leid, wenn jetzt schon wieder ein Tag kommt, weil in letzter Zeit irgendwie öfters Tags kommen. Aber einfach, ich finde Sommerzeit, okay, Sommerzeit ist nicht gleich Tagzeit, aber ich weiß nicht, manchmal hat man irgendwie nicht so viel Inspiration, was anderes zu machen. Also wenn ihr Videowünsche habt, dann schreibt sie mir einfach und ja. Im Moment bin ich ein bisschen uninspiriert und dann hat man nicht immer Lust bei der Hitze irgendwie was, ich weiß nicht. Ich habe auch nicht wirklich Bock, mich viel zu schminken. Ich habe jetzt heute auch nur Mascara drauf und ganz leicht Make-up nur und habe weder Lidschatten noch sonst irgendwie viel gemacht, weil ich einfach keine Lust habe. Okay, und ich fange jetzt mal an. Aber ich glaube, es wird mir sehr, sehr schwer fallen, denn ihr wisst, eine Sache, also Fragen mit nur einem Wort zu beantworten, wird verdammt schwierig. Und ja, erstens, es sind übrigens 41 Dinger, deswegen, ich hoffe, es geht relativ schnell, aber ja, mal schauen. Wo ist dein Handy? Schreibtisch. Dein Partner? Single. Deine Haare? Blond. Deine Mama? Toll. Dein Papa? Doof. Dein Lieblingsgegenstand? Oh mein Gott. Lass mich nachdenken. Sorry, voll gerade. Ich stecke gerade übelst auf dem Schlauch. Mein Lieblingsgegenstand. Shampoos? Dein Traum von letzter Nacht? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Wo war ich denn jetzt? Dein Traumauto. BMW. Yay. Der Raum, in dem du dich befindest. Dunkel. Deine Angst. Spinnen. Was möchtest du in 10 Jahren sein? Es ist schwierig zu sagen, was. Also es würde jetzt von der Grammatik nicht passen. Ich wollte jetzt sagen Familie, aber Familie passt ja da nicht dazu. Also denkt euch einfach, die Frage würde irgendwie heißen, naja, denkt euch einfach, ja. Oder was möchtest du in 10 Jahren haben? Dann würde passen eine Familie, aber ich kann jetzt nur Familie sagen, weil mir fällt sonst nichts ein, was ich in 10 Jahren sein möchte. Sagen wir berufstätig auf jeden Fall. So, dann passt es wenigstens. Mit wem verbrachtest du den gestrigen Abend? Allein? Was bist du nicht? Selbstbewusst? Ja. Wenn ich dürfte, würde ich mehr dazu erklären. Also, naja, egal. Wo war ich denn jetzt? Das Letzte, was du getan hast. Laufen. Geh, laufen. Was trägst du? Klamotten. Wow. Dein Lieblingsbuch. Oh Gott. Shades of Grey. das letzte. Achso, doch. Das letzte, was du gegessen hast. Eis. Dein Leben. Aufregend. Deine Stimmung. Gut. Deine Freunde? Super toll. Woran denkst du gerade? Nichts. Dein Sommer? Heiß. Was läuft in deinem TV? Nichts. Wann hast du das letzte Mal gelacht? Gestern. Wann hast du das letzte Mal geweint? Ewigkeit? Schule? Nein, vorbei. Was hörst du gerade? Nichts. Liebste Wochenendbeschäftigung? Chillen! Yay! Traumjob? Kann ich nicht in einem Wort beantworten. Also, erstens, ich habe keinen Traumjob. Und zweitens, ich bin gerade nämlich noch auf der Berufsfindung sozusagen. Und zweitens, als das, was ich mir schon beworben habe, ließe sich nämlich auch nicht in einem Wort beantworten, und zwar medizinische Fachangestellte. Ja, aber gut, ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass das nicht ein Wort gewesen ist.
war ich denn jetzt? Dein Computer. Langsam. Außerhalb deines Fensters. Straße. Bier? Geil. Mexikanisches Essen? Winter? Kalt. Religion? Evangelisch. Urlaub? Bald. Auf deinem Bett? Kissen? Liebe? Schön? Ja. Okay, ja, das war auch schon der Tag. Ihr habt gesehen, es war nicht immer ganz einfach, aber ich denke, es geht. Ich würde mich freuen, wenn ihr das auch machen würdet oder auch selbst, wenn ihr keine Videos macht. Probiert es einfach mal aus. Ich schreibe euch die Fragen in die Infobox und ihr werdet sehen, es ist gar nicht so einfach, alles mit nur einem Wort zu beantworten. Ich denke, die meisten habe ich gut geschafft, aber naja, okay. Gut, dann wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und ich bin stolz, dass mein Video relativ kurz geworden ist. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ach ja, und bald gibt es wieder andere Videos und dann höre ich auf mit dieser Tag-Zeugs-Dings. Aber schreibt mir doch auch mal gerne, was ihr gerne sehen wollt und ja. Ciao!